Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu einem mal wieder Pokémon Let's Play. Ja, nachdem Pokémon Blatt Grün ja so ein bisschen peinlich ausgegangen ist, muss ich ja schon fast sagen. Probieren wir uns jetzt an Pokémon Smaragd wieder in der Randomizer Nuzlocke Challenge natürlich. Ohne dass ich jetzt weiter um den heißen Brei herumrede, würde ich mal sagen, wir fangen direkt an, oder? Erstmal Option. Ey! Achso, ich hatte das wieder so blöd eingestellt. Sorry. Optionen. Texttempo 3 ist wichtig. Und hier, gab's da nicht so einen orangenen? Ich will so einen orangenen Rahmen haben. Na? Na, okay. Bleiben wir beim Standardrahmen. Neues Spiel. Ich bin immer noch ein bisschen krank. Ich hoffe, das stört aber nicht. Es sind Ferien und ich werde krank. Das ist typisch. Sorry, dass du warten musstest. Willkommen in der Welt der Pokémon. Mein Name ist Birk, aber jeder nennt mich nur Professor Pokémon. Und ich bin erkältet. Dies ist ein sogenanntes Pokémon. Auf der Welt leben Wesen, die uns als Pokémon bekannt sind. Wir Menschen leben Seite an Seite mit ihnen, als Freunde oder als Arbeitskollegen. Manchmal schließen wir uns mit ihnen zusammen und tragen Kämpfe gegen andere von uns aus. Obwohl wir dem Pokémon nicht so nahe stehen, wissen wir noch nicht alles über sie. So rum. Es gibt noch viele, viele Geheimnisse um die Pokémon. Um die Mysterien der Pokémon aufzudecken, widme ich mich der Forschung. Genau das tue ich. Ja, hat auch keiner angezweifelt. Ist ein Junge oder ein Mädchen? Wir nehmen den Jungen. Fein, wie heißt du? Ich bin der Mark. So. Ja, ich bin der Mark. Ich weiß schon, wie ich heiße, danke. Jetzt habe ich es. Du bist Mark und bist gerade nach Wurzelheim, meinen Heimatort, gezogen. Das ist schön für mich. Gut, bist du bereit? Dein eigenes Abenteuer wird nun beginnen. Hab nur Mut und stürze dich in die Welt der Pokémon, wo Abenteuer, Freunde und Träume und Freundschaft auf dich warten. Komm später in mein Pokémon-Labor, ich erwarte dich dort. Ich bin gerade so scheiße zum Lesen. Furchtbar. Ich bin furchtbar aufgeregt, aber ich freue mich auch total, dass es jetzt endlich losgeht. Ich hatte nämlich tierisch Bock mal auf Smaragd, aber hatte irgendwie nie Zeit und Lust, es aufzunehmen. Jetzt komme ich endlich dazu und wir fangen natürlich hier im Laster an, ne? Eingefercht zwischen den Kartons, wo es total sicher ist, was schon jeder Let's Player auf der Welt gesagt hat. Wir sind da, Schatz. Die Fahrt im Umzugswagen zwischen all unseren Sachen war bestimmt ermüdend. Schön, dass du es nochmal betonst. Nun, wir sind in Wurzelheim. Wie gefällt es dir? Das ist unser neues Zuhause. Ist das idyllisch? Man kann hier sicher wunderbar leben, meinst du nicht? Und du bekommst dein eigenes Zimmer, Mark. Lass uns hineingehen. Jetzt musst du nicht mehr im Kühlschrank schlafen, ist das nicht toll? Siehst du, Mark, hier ist es auch schön, oder nicht? Die Pokémon machen für uns den Umzug, räumen alles ein und machen sauber. Das ist doch sowas von praktisch. Mark, dein Zimmer ist oben, schau es dir doch mal an, Spatz. Patty hat dir eine neue Uhr zur Begrüßung geschenkt, vergiss nicht, sie einzustellen. Und außerdem macht dir der Umzug eh nichts aus, weil du eh keine Freunde hattest. Du bist stehen geblieben, stell sie besser ein und zieh sie auf. Wir haben es gerade 12.25 Uhr. Zack. Ja. Heilige Scheiße. Mark, wie gefällt dir dein neues Zimmer? Gut, alles ist wunderbar aufgeräumt. Auch im Erdgeschoss ist alles komplett eingerichtet. Die Pokémon-Umzugshelfer sind so praktisch. Oh, du solltest prüfen, ob dein Schreibtisch vollständig eingeräumt ist. Das mache ich doch mit Freunde. Da finden wir nämlich einen Trank, glaube ich. Item nehmen, Trank, jawohl. Ja, stimmt, die Items, die man findet, habe ich nicht randomisiert. Weil ich glaube, man findet so einige Items, die man nach halbem Spielverlauf so braucht und so, deswegen. Da, die Arena von Blütenburg City. Ich glaube, Fatih ist im Fernsehen. Das war unsere Reportage über die Arena in Blütenburg City. Oh, schön vorbei. Ich glaube, Fatih war im Fernsehen und wir haben ihn verpasst. Schade. Ach ja, einer von Fatihs Freunden lebt hier. Professor Birk ist sein Name. Er lebt gleich nebenan. Da solltest du hinübergehen und dich vorstellen. Natürlich. Oh, hallo, wer bist du? Oh, du bist Mark, unser neuer Nachbar, hallo. Wir haben ein Kind in deinem Alter. Meine Ehe-Tochter freut sich darauf, mit dir Freundschaft zu schließen. Ich
Ich bin mir nicht sicher, ob ich eine Tochter oder einen Sohn habe. Deswegen sage ich meinen Ehe. Was? Wer bist du denn? Ach, du bist Mark. Du bist heute hergezogen. Ich bin Mike, schön dich kennenzulernen. Ich habe diesen Traum, mit Pokémon der ganzen Welt Freundschaft zu schließen. Ich habe schon davon gehört, mein Vater, Professor Birk, hat mir von dir erzählt. Irgendwie war das davor komisch. Ich habe gehofft, dass du nett bist, Mark, und wir Freunde werden. Ist das nicht albern? Ich habe dich doch gerade erst kennengelernt. Oh nein, jetzt habe ich total vergessen. Ich sollte auch Party helfen, ein paar wilde Pokémon zu fangen. Mark, wir treffen uns später. Der Pokéball gehört Mike, lass ihn besser liegen. Okay, ich klaue hier schon nichts, keine Sorge. Alles easy peasy lemon squeezy, yo. Gleich kriegen wir unser Starter-Pokémon. Hallo, da ist ein fürchterliches Pokémon, ich kann seinen Ruf hören. Ich würde mir das gerne ansehen, was da los ist, aber ich habe kein Pokémon. Kannst du nicht für mich nachschauen, was los ist? Okay. Hilfe! Du rennst zwar im Zickzack weg. Du bist erwachsen. Hilfe, da drüben, bitte Hilfe! In meinem Beutel, da findest du einen Pokéball! Ja, gut, ich darf ihn nur von unten ansprechen. Achso, ja. Stolunior, Kleinstein und Flurmel. Ich weiß, Stolunior braucht arsch viel XP, deswegen ist es eine blöde Idee. Kleinstein braucht auch relativ viel. Ich denke, ich nehme Flurmel. Weil Flurmel wird später zu Krawumps und ist ziemlich cool. Dum, 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 dum. Los, Flurmel! Abgesehen davon entwickeln sich die anderen beiden, glaube ich, sogar relativ spät erst. Und, Flurmel hat Lärmschutz, deswegen am Anfang greifen die eh alle mit Heuler an. Und das kann mir natürlich nichts wegen Lärmschutz. Ziemlich nice. Und, wir haben Beste, ne? 21 KP und weiblich, das ist so selten. Das ist ziemlich nice. Puh, ich habe im hohen Gras Pokémon studiert, als ich angesprungen wurde. Du hast mich gerettet. Vielen, vielen Dank. Oh, du bist doch Mark. Aber das hier ist nicht der Ort für Schwätzchen. Komm noch mit in mein Pokémon-Labor, okay? Du bist also Mark. Dein Vater hat mir schon viel von dir erzählt. Ich habe auch erfahren, dass du noch kein einziges Pokémon besitzt. Ach, wie du eben gekämpft hast. Diese Gelassenheit. In deinen Adern fließt wirklich das Blut deines Vaters. Als Dank dafür, dass du mich gerettet hast, möchte ich dir das Pokémon schenken, das du dabei benutzt hast. Mark erhält Flurmel. Nice. Willst du dem Flurmel einen Kursenamen geben? Ja. Ich hatte ein paar Freunden versprochen, bei Blattgrünsee einzubauen als Pokémon. Da wir hier ein Weibchen haben, ich glaube, die erste, der ich es versprochen hatte, war Alex, deswegen ist mein Flurmel jetzt Alex. Hey, so. Scheiße! Ja. Ich werde an der Stelle jetzt mal kurz einen Cut setzen. Und dann sehen wir uns gleich wieder, wenn das Vieh Alex heißt und nicht Ale. Da bin ich wieder zurück. Es ist jetzt männlich, also muss ich mir einen anderen Namen überlegen. Dann ist es wieder Otto. Unser Starter wird fortan immer Otto heißen. Ah, ich wollte ja nicht speeden. Stimmt, der habe ich ja schon damals versprochen. Mit Sicherheit ein guter Trainer. Mein Kind Michael studiert ebenfalls Pokémon. Hilf dir dabei. Gute Idee. Eigentlich nicht, aber ich muss eh. Würde sich sehr freuen. Ja, schön. Danke. Boah, aber das war ja gerade mal richtig fail, ey. Jetzt habe ich auch gar keinen Überblick mehr, wie lang die Folge ist. So, das war jetzt 40 Sekunden. Ich denke, die andere ging so 8 Minuten, deswegen mache ich jetzt noch ein paar Minütchen. Mal sehen, was uns hier auf der Route so erwartet. Ninjask ist ziemlich cool, aber nicht das Beste. Also, da geht noch was, Freunde, da geht noch was. Aber dafür hat es jetzt 22 KP, nice.
Und ich habe natürlich Jonathan aka Key-Error mal wieder versprochen, wenn ich wieder ein Griffel finde, dann nehme ich es in mein Team und es wird Key-Error heißen. Musste ich ihm versprechen, aber naja. Was soll's. Auf geht's, Freunde. So, ich glaube, Ninjas gibt auch gute Erfahrungen. Übrigens werde ich dieses Mal auch so handhaben, dass ich euch die ROM, die ich randomisiert habe, zum Download anbiete. Die findet ihr unten in der Videobeschreibung. Dann habt ihr halt die gleichen Grundwerte wie ich, sage ich mal. Und ihr könnt mir ja auch nicht irgendwie so verraten, ja, da gibt's das und das oder so. Kümmert mich nicht, weil ich darf eh nur das erste fangen. Also, ja. Wen stört's? Obwohl, ist eigentlich doch blöd, dann rusht ihr davor zum Arena-Leiter und dann habe ich die Überraschung gar nicht mehr. Ich glaube, den Kampf gegen Maike schaffe ich die Folge noch. Ja, ich habe noch ungefähr 5 Minuten. Ich bin ja auch nicht wirklich gebunden, ich kann ja auch noch 10 Minuten machen, das passt ja. Also auf Level 6 will ich Flohmisch schon haben. Ich muss mal überlegen, ganz rechts gab's immer Gekabor. Das heißt, sie hat Kleinstein genommen. Ja. Aber wir sind ja schon Level 6. Ach cool. Kommen wir mal aufholen. Ich glaube, da ist kein Copyright drauf. Scheiße. Das macht ja gar keinen Schaden. Raserei. Boom. Otto macht einen Aufruhr. Ja, macht deine Aufruhr hier. Break the fucking house. Ah. Gut. Ich denke, ich werde mit Luca heute auch noch ein bisschen Velodia aufnehmen, falls er das Video überhaupt an dem Tag sieht, wo ich es aufnehme. Aufgenommen am 21.10.2015, wenn es interessiert. So. Oh, ich bin echt noch ein bisschen. Vielleicht sollte ich mich nachher einfach mal hinlegen und mich ein bisschen gesund schlafen. Nee. Ich denke, ihr bekommt das Video nämlich gar nicht am gleichen Tag zu sehen. Vielleicht aber doch, mal sehen. Ich muss nämlich noch einen Rahmen und ein Thumbnail machen. Das dauert so eine Stunde insgesamt. Dann schneide ich das noch, falls Hitfilm Lust hat, das mitzumachen. Ansonsten dauert es noch länger, ich schätze mal. Ja doch, ihr kriegt das heute definitiv noch zu sehen. Das sollte kein Problem sein. Okay, meine Pokémon sind wieder topfit, yay! So, mit Flohmill Level 7 sollten wir eigentlich ganz gut bedient sein. Aber ich muss mal eben was nachgucken. Pokémon. Bericht. Fund macht 40, Aufruf 50, okay. Da war ich mir nicht sicher. Ich werde trotzdem als erstes mit Pfund mal angreifen, damit ich mal gucken kann. Sie wird. Kleinstein kann ein Egler, ne? Das ist ja blöd. Das ist ja mal richtig scheiße. Ach, verdammt. Dann bringt mir mein Lärmschutz gar nichts. Ach nee, warte mal. Sie hat ja Stolunio genommen, oder? Ich glaube, sie hat Stolunio genommen, nicht Kleinstein. Weil wir haben ja quasi Gekabor und sie hat Flamli. Und Flamli ist an der Stelle von Stolunio, das heißt, sie hat Stolunio genommen. Korrekt. Jetzt hat sie doch Kleinstein. Hä? Warum hat sie... Hä? Wellington? Oh Gott. Aber wo ist mein Denkfehler? Wahrscheinlich habe ich einfach die Reihenfolge von den Pokémon durcheinander gebracht. Oh shit.
wir machen, also, ich würde ja sagen, wir machen keinen Schaden, aber das wäre ja noch nett. Alter. Gott, das geht doch so nicht. Ja, igel dich schön ein. Ich glaube, ich mache eh immer nur 1 KP-Schaden, dann ist das kein Problem. Gut. Oh, nee. Nee. Oh, ist das dein fucking Ernst? Ist das wirklich... Oh, nee, ey. Also Kleinstein stinkt hart nach Magie. Also wirklich, boah, ekelhaft. Funden wir ihn zu Tode. Schaffen wir nicht mehr. Sei denn, Flumme landet noch ein Volltreffer, aber das glaube ich nicht. Oder er ist so blöd und setzt nochmal ein Iger ein. Das wird nix, das wird sowas von nix. Ja, gut. Ich weiß gar nicht. Nee, das zählt noch gar nicht als K.O., weil wir den Pokédex noch nicht erhalten haben. Heißt, die Challenge ist noch nicht vorbei. Und ich darf Flumme behalten. Weil es geht erst los, wenn wir den Pokédex haben. Okay, also wir wissen, wir müssen noch trainieren. Deswegen würde ich die Folge einfach an dieser Stelle beenden, weil die auch schon relativ lang ist. Dann würde ich mal sagen, haut herein, bis zum nächsten Mal. Wenn ihr mehr davon sehen wollt, lasst doch einen Daumen nach oben da, ein Abo, um nichts zu verpassen. Ihr könnt mir auch auf Twitter folgen, da findet ihr mich auch unter Lord Unnamed. Link dazu ist auch auf meinem Kanal zu finden. Und, ja, wenn ihr als Pokémon verewigt werden wollt, dann schreibt mir das einfach in die Kommentare, dann füge ich euch ein. An meine Warteliste, die ich noch machen muss. Okay, damit dann jetzt aber wirklich ciao, haut rein und bis zum nächsten Mal. Tschüss!